Ja, am Wochenende wurden die Server der Plattform Dark Market von uns abgeschaltet. Die Server befanden sich in der Ukraine und in Moldawien. Und einer der Betreiber wurde am Wochenende in der Nähe der deutsch-dänischen Grenze festgenommen. Hintergrund der Ermittlungen ist ein Verfahren gegen die Betreiber des sogenannten Cyberbunkers. Das Verfahren ist ja deutschlandweit bekannt geworden. Hier waren die Server des Dark Market zunächst gehostet und sind dann bei einer Beschlagnahme aufgefallen. Anschließend sind die Server offensichtlich dann in die Ukraine und nach Moldawien umgezogen. Die Ermittlungen dann nach den Hintermännern haben sich über mehrere Monate hingezogen. An der Aktion haben zahlreiche Behörden von vielen Ländern teilgenommen, in Europa, aber auch in Übersee, in USA, in Australien, in der Ukraine, in Moldawien, die Schweiz, Dänemark, Großbritannien und Deutschland waren beteiligt. Wir haben eine Person festgenommen. Wir gehen davon aus, dass es sich um den Hauptverantwortlichen für den Betrieb des Dark Market handelt. Es wurde angeboten, man kann sagen, praktisch was das Herz des Kriminellen begehrt. Es geht von Betäubungsmitteln über falsche Identitäten, über Falschgeld bis hin zu Fake-Personalien und so weiter. Zuletzt waren etwa 500.000 Nutzer auf dem Marktplatz unterwegs und es wurden insgesamt 140 Millionen Euro Umsatz erzielt. Bezahlt werden musste allerdings in Kryptowährungen, insbesondere in Bitcoins. Wir werden natürlich weiter jetzt die Server auswerten, die beschlagnahmt worden sind in der Ukraine und in Moldawien. Und dann werden wir erkennen, welche Taten im Einzelnen dem Beschuldigten dann vorgeworfen und zur Anklage gebracht werden können. Das wird noch einige Monate dauern.